Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tottenham Hotspurs. Und wir spielen heute gegen Carlos Tevez bei Inter, auch was Interessantes. Wir sind in der Europa League, genau. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie wir zuletzt gespielt haben und, Hui, war ja fast gut. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich habe nämlich die letzten Tage nicht mehr gespielt. Ich hatte zwar zwischenzeitlich einmal noch ein bisschen Holstein Kiel aufgenommen, aber auch nicht mehr so viel in den letzten Tagen. Also es sind schon bestimmt 3-4 Tage oder mehr, an denen ich nicht mehr gespielt habe. Von daher muss ich mich erstmal wieder hier einfinden. So, hier auf Lennon, Sandro, Dembele. Wir verlieren die Pille. Und wir verlieren sie. Okay, da muss ich dranbleiben, 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 dranbleiben. Oh, 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 oh. Sehr schön. Schnell gemacht. Ach. Ja, okay, da gibt's einen Foul. Jonathan. Und, jetzt können wir natürlich wieder nicht mehr den Balken sehen. Oder? Doch, er kommt. Hey. Ach, shit. Jawoll. Eigentlich wollte ich da unten mit Lennon doch schon reinziehen und schießen. Verdammte Angst. Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier rausfliegen, wenn wir irgendwie nur unentschieden oder sowas spielen. Da müssen wir einfach mal gucken. Immer wieder nach vorne spielt der Otaldo. Die einzige Richtung, die er kennt. Und die können wir den Ball so leicht abnehmen, ich verstehe es nicht. Wieso bin ich denn da so schlecht? Oder warum sind die da so gut? Immer weiter, immer fort. Nein. Er steht doch direkt neben dir, Mann, Junge. Er steht direkt neben ihn und er schickt ihn in den Gegner. Das ist dumm. Das ist dumm. Und jetzt kommt's. Da laufe ich am scheiß Gegner vorbei. Das hätte auch nicht sein müssen. Da läuft man dran vorbei auch noch. 15 Minuten gespielt und im Moment finde ich noch nicht ins Spiel. Sehr gut. So, Alaba auf Gareth Bale. Ja, also die Wege, wie ich den Ball spielen will, sind immer sehr kompliziert. Alter, die gehen nicht dahin, wo ich das gerne hinhaben möchte. Und trotzdem kann Sandro den Ball da einnetzen. Yeah! Ich fliege! Da haben sie ihn. Okay, das war doch ein bisschen Zufall, dass ich den da hatte. Damit steht es 1-0 für Tottenham. Aber trotzdem muss da noch mehr kommen, ne? Also vielleicht nicht unbedingt mehr an Toren, aber trotzdem an Qualität. Zwei Mann schaffen es nicht, eben die Pille abzunehmen. Wunderbar, schön gemacht. Jetzt läuft der Lamela, schön. Ach, fuck me. Diese Scheiße mit diesen Kackpässen. Immer gehen sie in die falsche Richtung. Oder zum falschen Mann. So, Gareth Bale. So sanft geschossen.
als gäbe es kein Morgen mehr. Ach, ich habe heute keinen Bock mehr zu schießen. Aus der Drehung natürlich war schwierig. Hier, kriegst nochmal einen Fernschuss. Ich weiß, das war nicht unbedingt nötig, aber manchmal muss man auch ein bisschen da Dampf ablassen und zeigen, hier, Jungs, hier, auf jeden Fall. Wir sind dabei. So, Vorteil hier für uns. Leute laufen nicht mit. Och, komm schon. Cambiasso kriegt da erstmal gelb. Glück gehabt, dass es schon außerhalb des 16ers war. Oh, nein, wie viel hat da denn gefehlt? Kann ich das wiederholen? Ich würde gerne langsam. So, und jetzt, mit dem rechten. Mit dem rechten Stick steht hier. Ach, kann ich gerade nicht. Ja, gut, jetzt würde man gerne die Position sehen können. Rechter Stick runter gibt einen Screenshot. Ah, guck an. Hier geht das. Och. So wenig. Ah, jetzt können wir es sehen. Tja. Also ihr seht, war nicht schlecht. War schon nicht schlecht geschossen. Nur leider ein ganz kleines bisschen schlecht. Ich komme mit der Kamera da noch nicht ganz zurecht, wie man das da macht. Weil ich das eigentlich nie mache. Bei PES kennt man das seit Jahren. Und ja, hier halt nicht. Und da ein direkter Fehlpass. Schade, dass wir aus dem Freistoß da nicht noch ein Tor rausgeholt haben. Ja, der ist drin. Oder auch nicht. Heieiei. Ach scheiße, ihr schießt doch den Ball. Mann. Ich habe extra gedrückt. Er hat ihn nicht abgeschossen. Nee, er läuft lieber nochmal 3 Schritte weiter und dann verliert er die Pille. Ach nö, ey. Ach nö. Da haben wir uns so gut durchgesetzt. So mega schön. Mann. Ja, da fängt auch Tevez schon an herumzubellen. Tevez. Und die Tevez war ja ein Gorilla, ne? falls ihr nicht wisst, worauf ich anspiele, das bezieht sich auf PES mit der Meisterliga. Ich glaube, dürfte die erste oder zweite Saison gewesen sein. Und da hatten wir... Hatten wir da Tevez? Also die KI läuft auch echt spitze mit. Muss auch mit nach hinten spielen, nicht nur nach vorne. Ja. Ich weiß. Aber wenn ich da schon nach vorne laufe und die KI da eigentlich auch teilweise mitgedacht hat. So, Lennon. Möchte ich gerne auch das nach vorne hin vollenden können. Nee. Das ist rein gar nicht das, was ich gedrückt habe. Also ich verstehe es nicht. Das ist echt ganz komisch. Ich habe hochgedrückt und nicht irgendwie nach vorne geschickt. Also es ist echt komisch bei FIFA. Mit der Steuerung komme ich gar nicht klar. Da muss man manchmal antippen. Und wenn man dann antippt, dann fliegt er überhaupt nirgendwo hin. Das ist alles echt super merkwürdig. Ich komme mit der Steuerung da nicht so klar und dann kommt hier so ein Gammelschüsschen von Lamela raus. Da muss mehr kommen, da muss mehr kommen, Freunde der Sonne.
Wir stehen zwar mit einem Turn vorne, aber wir wissen nicht gerade, wie das Gesamtergebnis aussieht. Ob es erst das Hinspiel ist, das habe ich nicht nachgeschaut. Leider. So, Lennon. Guckt er sich das an? Moment. Wie jetzt? Auf mich? Warum? Warum denn auf mich? Was mich interessieren würde, ob ich wirklich mich gerechtfertigt sozusagen aufrege über FIFA oder ob... Oh, scheiße, ey. Arschloch. Oder ob ich mich wirklich verlenke und das gar nicht selber merke. Kennt ihr vielleicht Tools, mit denen man die Steuerung gerade anzeigen lassen kann? Boom! Also, wo man zum Beispiel sieht, jetzt drücke ich links die ganze Zeit durch. Also, dass man die Knöpfe angezeigt bekommt. Geh weiter! Das wäre ja cool, dass ich das aufnehmen könnte eventuell. Den Input. Und dann kann man sagen, ja, Otaldo, da hast du ganz schön scheiße gelenkt. Liegt einfach alles an dir und nicht an FIFA. Das wäre natürlich witzig. Dann wäre der Zweifel bei mir selbst auch raus, dass ich einfach vielleicht einfach zu doof bin für das Spiel. Und immer falsch lenke oder so. Wenn ihr da solche Tools kennt, gerne in die Kommentare. Weil dann könnte ich das auch vielleicht noch ein bisschen selbst lernen, indem ich vielleicht auch die Anzeige sehe, was ich da eventuell drücke. Oh, gut gehalten vom Keeper. Extrem schön. Hinterher, hinterher, hinterher. Jawohl, also da ist die Turbo Pace Machine gewesen. Hat man gleich gesehen. Company? Oder Company? Nee, das war mein K-Typ, den ich da neu hatte, ne? Ja, scheiße. Okay, also, Teammanagement. Können echt zufrieden sein, dass wir nicht schon ein Ding reingekriegt haben. Dembele vielleicht. Vielleicht mal Holby reinbringen, ne? Holby! So, nochmal hier die Ecke. Walker. Schade, der Kopfball war nicht verkehrt. Der zweite, also der... Ja, komm. Bloß nicht hier sowas ein auf uns... Blopp. Bloß uns sowas nicht auf... ich kann es nicht mehr aussprechen. Nicht auf sowas einlassen hier. Da muss ich irgendwie nochmal die andere Seite nehmen hier. Holpi? Wir tanzen hier herum. Oh, der Torhüter hält doch alles. Wir kommen nicht wirklich zum Schuss, ne? Fast durchgetankt. Fast aber auch nur. Schön. 76. Immer noch. Wir sind hier durchgehend am Sturm machen und Druck. Ich müsste eigentlich noch bald mal was wechseln, ne? Teammanagement. Kader. Alaba. Was haben wir mit? Ja, ihn hätten wir mit. Wir hätten auch Corker mit. Der soll sich auch noch entwickeln.
Und Defoe. Alle daran. Schön. Auf jeden Fall sieht es hier schon mal ganz gut aus. Dass wir hier weiterhin führen, ist schon mal ganz gut. Ja, perfekt. Danke für den Ball. Wahrscheinlich holt er sich den auch gleich wieder zurück. Ball fast verloren. Dembélé. Ne, Dembélé sei schon. Defoe. Shit. Ja, so einfach in die Hand gespielt. Menno. Ja, 1-0 durchgehend bisher. Jetzt nicht müde und unachtsam werden. Ich muss hier mal durchgreifen. Also es gibt's ja nicht. Das war Ball gespielt, Mann. Schiedsrichter. Fick dich. Fick dich echt. Das war 100% Ball gespielt. Was für ein Arschloch. Echt, was für ein Wichser von Schiedsrichter. Noch mehr Ball spielen kann ich da nicht. Es gibt's ja nicht. Was für eine Scheiße. Rot für so ein Pissding. Echt, die haben doch einen an der Waffel. Ja, komm. Ey, der Schiedsrichter ist doch gekauft. Er ist der behinderte Elfmeter. Und jetzt hier nochmal die rote Karte, nur um uns nochmal zu schwächen. Vielleicht fürs Rückspiel, wenn es das Hinspiel ist. Oder für was auch immer. Damit vielleicht nochmal Inter hier gewinnt. Das ist doch echt Beschiss. Wettmafia, sag ich da nur. Da war rein gar nichts, dieser verfickte Scheiß-Arschloch-Schiedsrichter. Ja, ich muss es mal so sagen. Es ist ja wohl nicht dein Ernst. Meine Güte. Also das ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut. Was dieser Schiedsrichter sich hier erleistet. Ja, Pässe waren alles okay, aber auch nicht wirklich gut. Mann, 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 Mann. Ja, Spiel ist gesperrt. Ein Spiel, schön. Angebot wird zurückgezogen. Ja, da haben wir das Rückspiel. Mhm. Genau, 2 Tage Pause Swansea City, 3 Tage Pause wieder Inter. Leck mich doch am Arsch. Die spinnen ja echt. Das ist doch echt irre. Ja, Swansea City ist unser nächster Gegner. Unsere Mannschaft ist natürlich völlig im Eimer. Wir nehmen jetzt die B-Mannschaft, damit sich die A... die A-Teile sozusagen erholen können für das nächste Spiel. Aber was stellen wir da rein, ne? Frederik. Hugo Lloris darf auch. So, Lamela muss raus. Walker. Holpi kann rein. Auf rechts, beziehungsweise mit Fredericks tauschen. Und dann bauen wir noch einen für Lamela und da haben wir keinen. Oh, Sigurdsson ist auch nicht so die optimale Wahl, aber wir lassen das einfach mal so. Also, das fand ich richtig fies. Das hat mich richtig gerade mal aggro gemacht. Na gut, dann war es das eben für dieses Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder gegen Swansea City. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.